I like bed. Servus und moin, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Werbung versus Realität. Heute teste ich endlich mal Mode für kleine Frauen wie mich. Ich meine, die klassischen Probleme kennt jede kleine Frau. Wenn du ein Maxi-Kleid kaufst zum Beispiel, ist das immer zu maxi, das ist immer viel zu lang. Eine Hose, die schaut unten immer so aus. Hör. Du beachtest mich doch. Nein! Bei Jeans hast du immer so einen Faltenberg unten bei den Knöcheln, wie so eine Ziehharmonika. Das müsste jetzt anders sein bei der Linie. Ich habe bisher noch keinen langen Jumpsuit gefunden, der mir passt. Und deshalb testen wir als erstes mal einen Jumpsuit. Also das ist Werbung Nummer 1. Ich finde die Pose extrem weird. Genau, die Tasche ist zu schwer. Also hier sind wahrscheinlich 6 Wasserflaschen drin. Deswegen muss man ja gegengewichtmäßig die Hüfte zur anderen Seite tun. Ich finde es eine sehr weirde Pose. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Vielleicht hat sie so einen Ausdruckstanz gemacht. Hat er einfach mittendrin abgedrückt, der Fotograf. Sie hat diesen Korb oder diese Tasche und das sieht so picknickmäßig aus. Und dann denkt man, ah cool, das eignet sich gut für ein Picknick. Das ist der Jumpsuit. Es ist ein sehr, sehr dünner Stoff. Es sind halt auch noch so altbacken gemalte Blumen. Na, was denkst du, André? Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, ne? Ich finde das Hellblau sehr schön. Das mag ich auch gern. Finde ich auch schön zum Blond. Also normalerweise trage ich eine 34, 36. Ist jetzt einfach ein bisschen zu eng, weil der muss eigentlich lockerer sitzen. Das heißt, da würde ich eigentlich eine 38 nehmen. Also, dass ihr dann ungefähr ein Gefühl dafür habt. Ehrlich gesagt, finde ich in dem Sommer jetzt, gerade wenn es so heiß ist, wie es dieses Jahr war, ist es eigentlich ganz geil, oder? Wenn du so einen richtig dünnen Stoff hast, ganz ehrlich, ich meine, diesen Sommer hat man sich wirklich nur gedacht, wann kann ich mich endlich wieder ausziehen, oder? Ja. Ich glaube, in der Arbeit ist es vielleicht ein bisschen zu freizügig. Naja, kommt drauf an, was du vorhast. Ne? Kommt drauf an, was du vorhast, richtig. Also Gehaltsverhandlungen. Ich finde den Print witzig und irgendwie kreativ. Der Stoff, dass er so dünn ist, finde ich auch gut, aber von der Passform ist es nicht meins. Für mich ist er nix. Nächste Werbung, nächster Jumpsuit. Der ist auch wieder lang, so ein richtiges Maxi-Teil. Also ich finde das Foto ganz cool. Ich finde es ist ganz cool, dass sie so eine Kurve hat in ihrem Körper. Ich finde klassische S-Kurve, meinst du? Ja, nein, das ist kein. Ist es eine S-Kurve? Das ist eine klassische S-Kurve. Ist es eine klassische S-Kurve? Von ihrem Kopf bis zum Fuß an. In der Werbung sieht der auch, finde ich, so lang aus, dass ich den bestellt habe, weil ich gedacht habe, den hätte ich niemals anprobiert, wenn ich den in einer normalen Kollektion gesehen hätte, weil ich weiß, dass er mir zu lang ist. Aber da wollte ich jetzt mal austesten, passt mir der denn auch so wie ihr? Now we see what the jumpsuit looks like in real life. Also am Anfang hat mich das extrem gestört, dass es 2 Schleifen sind. Es sieht für mich aus, als wäre unabsichtlich eine 2. Schleife dran gemacht worden. Als wäre das einfach ein Fehler in der Produktion gewesen. Alles ab Hüfte abwärts, der sitzt top. Macht schöne Beine, macht einen schönen Hintern, macht eine schöne Hüfte, alles super. Oben hingegen hat es mich jetzt nicht so geflasht. Gerade das Dekolleté und so, das sah einfach alles nicht so schön aus. Wenn man jetzt vielleicht große Brüste hat, ist es vielleicht nochmal anders. Also meine Meinung, unten hui, oben so lala. Dann Booty! You like it too. I like it too. Ich finde es halt lässig, wie sie so über die Seite guckt, so, how you doing? Hast du schon meinen Rücken gesehen? Hast du schon, ey, du, hast du schon mal meinen Rücken gesehen? Hast du meinen Rücken gesehen? Wollte ich mir mal einen Buckel runterrutschen? Oder? Coole Werbung, cooles Bild. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, ma'am. Now, ladies and gentlemen. Hannah presents. I present to you. Le Jeans. Ich kann's gar nicht glauben. Ich verstehe. Sie hat gepasst. Also hier oben ist sie ein angenehmer Stretch. Leider ist sie hier unten nicht so stretchy. Man fühlt sich ein kleines bisschen eingeschränkt. Das Oberteil ist leider eine Größe zu klein. Das ist eine 34, hätte ich in einer 36 nehmen müssen. Was, das ist echt ein Fetzen. Da ist ja nichts dran, oder? Da ist ja wo? Ja, vorne, da ist, ne? Guck dir das hinten mal an. Das ist der Rücken.
Ein ästhetisches Sexy. Ja. Und nicht so ein aufdringliches Sexy. Ein Sexy. Genau. Ich habe mich gerade mit dem Zopf zusammen und so habe ich mich auch echt so ein bisschen wie so ein Hip-Hop-Girl gefühlt. Sie könnte ja auch so ein Musikvideo mit tanzen. Und dann dazu noch die Schuhe. Die fand ich ganz bequem. Ich finde die auch ziemlich hübsch. Der Absatz ist halt ziemlich hoch. Ich kann nicht so lange mit so einem hohen Absatz rumlaufen. André, was sagst du zu dem ganzen Outfit? Ich finde das ganze Outfit extrem cool. Mir würden dazu aber Sneaker besser gefallen. Das ist aber das Geile, finde ich. Du kannst Sneaker, aber du kannst auch diese Heels dazu tragen. Sieht beides gut aus. Kommt auch anders an, zu dem du es trägst. Das stimmt. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr, ich sollte die Hose und die Schuhe behalten oder nicht? Das nächste ist wieder ein Jumpsuit. Das Werbebild ist sehr neutral. Das Outfit kommt eigentlich gut zur Geltung, gerade weil es auch schick aussieht und man, ja, sowas, ich sag mal elegant, aber bequemes, wirklich immer gut brauchen kann. Also ich liebe elegant, bequeme Outfits. Vor allen Dingen bei Jumpsuits ist es einfach so geil, weil du musst dir nicht lange rum überlegen, was kombiniere ich mit was. Ich liebe das, wenn du einfach in den Jumpsuit reinschlüpfst und du hast halt schon einen Großteil des Outfits an. Allerdings ist natürlich auf dem Klo dort dann umso länger. Bild ist okay, ich wollte den Jumpsuit auf jeden Fall anprobieren, also er ist gut präsentiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie er in echt ausschaut. Das ist nämlich jetzt ganz schön zu sehen, weil in der Werbung ist der Jumpsuit von seiner Schokoladenseite fotografiert. Und das Lustige war, ich habe ihn mir von vorne angeguckt, und als ich ihn anhatte, und dachte, okay, okay, ja, sieht gut aus. Ich gucke ihn mir von der Seite an und denke mir, what? Was ist da los? Also ich hatte wirklich Oma-Boobs. Ach, das waren die Oma-Boobs. Das waren die Oma-Boobs. Ich habe halt keine hängenden Brüste und es ist überhaupt nicht schlimm, hängende Brüste zu haben. Es ist allerdings komisch, wenn ich keine hängenden Brüste habe, wenn mir das Outfit hängende Brüste macht. Also geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Absolut nicht, Leute. Pfui. Pfui. Würde ich mir nicht kaufen. Das Kleid in der nächsten Werbung hat mich auf diesem Bild überhaupt nicht angesprochen. Gar nicht. Es schaut nicht hochwertig aus. Aber ich wollte es nehmen, weil es ist ein kurzes Kleid und jede kleine Frau wird mich jetzt verstehen, wenn ich normalerweise ein kurzes Kleid kaufe, dann sitzt das bei mir für gewöhnlich am Knie oder überm Knie. Also es ist wirklich zum Teil echt krass. Dabei hätte ich doch manchmal gerne einfach nur ein kurzes Kleid. Also ich wünsche mir das echt schon lange, suche ich eigentlich nach so einem schönen, coolen, kurzen Kleid. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es mal an. Oft sehen die ja dann in der Realität auch tatsächlich viel besser aus. Schauen wir mal. And your voice is my favorite sound, yeah. I can hear you breathing when I put it down, yeah. Crazy how last weekend turned into a fling, though. All I want is your audition, can you sing for me? I want melody to take me home. Please don't wait too long, yeah. Wanna hear you sing, wanna make you moan. Also wenn ich es im Laden gesehen hätte, hätte ich es tatsächlich, glaube ich, nicht anprobiert, weil es mir so auch nicht gefällt, aber an mir finde ich schön. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Farbe gefällt. Aber Leute, zieht doch auch mal Sachen an, die euch auf den ersten Blick nicht gefallen. Eben, vielleicht das ist immer ganz anders alles. Es ist fast meistens immer. Es ist fast meistens immer, eventuell ganz vielleicht so, dass ich in einigen Fällen. Es ist oft so, dass ich ein Kleid an der Kleiderstange sehe oder ein Kleidungsstück und ich denke, na, das schaut nicht gut aus. Und dann probiere ich es an und es passt mir richtig gut. Aber genau das Gleiche habe ich auch umgekehrt. Es ist übrigens wirklich genauso kurz wie auf dem Bild. Aber ich fühle mich ein bisschen nackt damit. Das finde ich nicht schlecht, ich bin gerne nackt, aber es ist ungewohnt. Es ist einfach ein sehr, sehr großes Rückendekolleté. Mm. Aber es ist schön, ja, dir gefällt das. Okay, ja. Ich bin begeistert, ich werde aber jetzt öfter mal Sachen für kleine Frauen bestellen, ergibt ja auch Sinn. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das gefallen hat, dann zeigt mir das bitte mit einem Daumen nach oben, dann gibt es vielleicht nochmal ein Video zu dem Thema. Und hier könnt ihr noch mehr Werbung, das ist Realität, gucken. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Das würde mich sehr freuen. Bussi Baba! Was hast du gerade für ein Geräusch gemacht, Andreas?